Moin, meine sehr willkommen bei Blood and Rain Digital und einer weiteren Folge Panzerpaladin. Mit dabei natürlich wieder unser Lieblingsblutgottist mit einer Frage der Folge. Und da Panzerpaladin ja doch relativ Anime, Schrägstrich Manga angehaucht ist, ist die Frage in dieser Folge: Habt ihr einen Lieblingsanime und oder Manga? Schreibt es unten in die Kommentare, würde mich freuen auf jeden Fall. Habe ich ein Lieblingsanime und oder Manga? Das ist schwer. Ich komme dann noch so ein bisschen aus dieser klassischen Zeit, also aus der deutschen klassischen Zeit jetzt so, ne? 90er Jahre und sowas halt, als das hier langsam so losging mit dem Boom und sowas da, ne? Digimon, wow, Dragon Ball und sowas. Denn Dragon Ball Z, wow, krass. So, ne? Hier Guns Miss Cats, MD Geist, ne? Neon Genesis Evangelion, als es auf Vox lief und sowas. Vox Anime Nacht etc. Ja, als das alles so losging, erste Animagics und sowas, oh Hammer, langes her. Wenn ich mich jetzt für irgendwas entscheiden müsste, wäre das etwas, was ich erst vor kurzem gesehen habe, vor einem Jahr oder sowas. Ja, während Corona theoretisch. JoJo's Bizarre Adventure. Hammer. Also, erste Staffel, super geil hier, Phantom Blood und Co. Und dann, ne, bis hin zu Stardust Crusaders. Nach Stardust Crusaders, die Sachen danach, okay, das mag, der mag es. Ich hab das auch alles gesehen und, na, so, ja, aber es, für mich endet JoJo quasi mit Stardust Crusaders, weil das, der Bogen von Phantom Pain, Phantom Blood, hin zu Stardust Crusaders und dem Ende der Staffel halt, der Serie, wie auch immer, ist Hammer. Es ist großartig. Alles danach konnte mich einfach, war auch cool, alles gut, aber für mich ist das ein so ein abgeschlossenes Ding, bam, und ja, Stardust Crusaders ist. Das war seit langem mal wieder etwas, wo ich einfach sagte, Hammer. Nach der Arbeit jeden Tag drei Folgen und dann, ich hätte gerne noch weitergeguckt, aber du musst ja halt schlafen und dann zur Arbeit, lala. Aber das war halt so dieses, oh, nach Hause kommen, huhu, eine Folge JoJo gucken, yeah! Hammer geil, auf jeden Fall. Ja, Manga-mäßig, puh, schwer zu sagen. Ne? Ich habe irgendwie damals natürlich auch Dragon Ball gelesen und One Piece und wie sie halt alle heißen und sowas, aber jetzt so einen direkten Lieblingsmanga, könnte ich jetzt so nicht direkt hier einen koreanischen, die heißen ja nicht Manga da, sondern Manhwa oder Manhwa oder so, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, wäre halt Priest. Das super geil, ist auch mit einer der wenigen, die ich halt hier noch stehen habe, sag ich mal, zum Thema Manga und sowas, der hier noch im Regal steht und sowas, den ich immer mal wieder gerne lese und so, super geil, Priest auf jeden Fall, besorgt euch das, wenn ihr dran kommt, ist top und nicht zu vergleichen mit dem Kinofilm, ne? Lest, ich nenne es jetzt einfach den Manga dazu halt, ne? So, ich werde schon mal starten im Hintergrund das Spiel, aber ja, wie gesagt, haut's doch unten in die Liste, wie ist es denn bei euch so, Lieblingsanime, Lieblingsmanga, ne? Wenn ja, denn welcher und so weiter, haut's einfach raus. Aber gucken, vielleicht schaue ich mir das ein oder andere mal an. Und ihr, ne, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch JoJo's Bizarre Adventure an. Zumindest Phantom Blood und Stardust Crusaders. So, wir wollten in dieser Folge Lilith verhauen. Das war so der Plan, wenn ich mich recht erinnere, ne? Mal kurz checken, wie viel Akku mein Handy hat. Alles gut. So. Spiel laden. Da sind wir. Story. Klassisch. Okay, wir versuchen es. Lilith. Bin gespannt. USA! Auch schön, wie klein die Autos sind und so, das finde ich gut. Oh, die sind aber schon vermint, oder? Ha! Das ist Super Mario-mäßig raufgesprungen. Völlig scheiße. Waffe mitnehmen. Diese Kobolde, ey. Haha! Ihr habt eine Axt, mein Freund. Oh. Ah, unsere Taschen sind voll, würde ich sagen. Mist! Oh, ich treffe ihn nicht! Was ist denn los? So. Oh. Das ist nicht gerade sehr glänzend.
Oh, da. Gibt's ja nicht. Ich glaube, das sind doch diese Geisterwaffen, ne? Würde ich mal sagen, die wir ja brauchen für die Schmiede und sowas. Also um unseren, nicht für die Schmiede, aber um unseren Mech hier zu verbessern. Können wir das schieben? Nee. Brauchen wir denn eine andere Waffe für? Moment. Ach so, guck mal an. Aha. Da können wir die Zauber durchschalten. Ja, okay. Nee. Oh, jetzt haben wir die ganzen Waffen kaputt gemacht, ne? Ha. Shit. Das war ja nicht sehr schlau jetzt irgendwie, ne? Ah. So, auch nicht. Mit Y machen wir die Waffen kaputt oder so? Nee. Ach doch, die arbeiten wir damit ein, ne? Ja. Ah, die Klappen gehen auf, das dachte ich mir fast schon. Yep. Was Neues mitnehmen, alles Gute. Okay, ich dachte, er wirft vielleicht, aber nope. Ne, warte, mit Y werfen wir, so war das. Mit Y werfen wir die Waffe. Ja, okay, gut. Mit Y werfen wir sie. Na komm. Oh. Oh. Mist. Oh, shit. Was denn du? Jetzt treffe ich dich nicht. Boah. Okay. Das war strange. Boah. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Nein! Boah. Wo ist denn die Aufladestation? Oh, scheiße. Geringe Heilung, ja. Wie heilen wir uns denn? Gute Frage, ne? Was ist das? Zerbrechen? Nee, nee, das wollen wir nicht. Shit. Oh, das ist ja eine Pflanze. Achso, wir müssen oben auf dem. Okay, gut, dann war das mein Fehler, ein Missverständnis. Boah! Scheiße! Oh, er ist kaputt. Nein! Ah! Oh, oh nein, das habe ich ganz vergessen. Nein! Oh. Shit. Das war keine Meisterleistung jetzt. Leben verloren. Oh Mann. Ach, das war hier festgedingst, da. Deswegen haben wir das nicht. Ah, deswegen haben wir es nicht bekommen, okay. Oh. Ja, keine Ahnung, wie die Zauber funktionieren, weiß ich jetzt noch nicht so. Das muss ich mir aber nochmal durchlesen. Oh. Kleiner, mieser Goblin, ey. War jetzt wirklich eine Glanzleistung, ne? Also, das sieht dann auch direkt, also dass er den auch noch. Oh Gott. Coffee, Coffee. Komm, das war gut, das war gut. Ja, und ich glaube, dass wenn wir Waffen einsammeln, die wir schon ein paar Mal haben hier, dann erscheint ja immer dieses Taschenlogo da. Ich glaube, dann werden die Waffen verbessert. Das heißt also, je öfter wir dieselbe Waffe einsammeln, desto... Ah, shit. Ach. Da wollte ich irgendwie cool sein, dann aber nicht funktioniert. Wie so oft. Oh. Oh. Diese Dichter dran, das mache ich denn. Oh, puh. Na gut, ausgeglichen. Oh, oh. Na. Oh.
Interessant. Da, das meinte ich eben. Dieses Aufladesymbol. Oh shit, den habe ich gar nicht gesehen. Nein! Oh. Fuck. Fledermäuse. Achso, ich soll sagen, jetzt kommt der Zug da hinten. Wie kommen wir denn da runter? So? Nee. Aha. Hier durch. So, zumindest ein bisschen aufladen nochmal wieder, ja. Ja, Mist. Oh nein. Oh. Da haben wir alles schon mal besser gesehen von uns. Okay. Oh. Können wir einen beschwören hier? Checkpoint. Das finde ich schon ganz cool. Ah, oh, das ist Schwert wieder. Sehr geil. Oh, das ist der Reiter wieder. Wir haben... Oh nein, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist... Was zur Hölle ist das denn? Wo ist es? Das heben wir uns auf. Das sehen wir uns auch für den Bosskampf. Das sieht ja wild aus. Oh, shit. Boah. So nicht, mein Freund. Oh, Arsch runter. So, oh, das war ja auch etwas knapp gerade. Hm. Oh, Mensch. War das gut? War das gut? Komm, das war gut. Oh, ihr Mist Fledermäuse hier. Oh nein! Oh nein, wir haben die Schweinewaffe verloren. Oh. Scheiße, oder? Die ist bestimmt weg jetzt. Oh, scheiße. Oh. Oh, so viele Waffen. Wir können die nicht mitnehmen. Oh. Oh. Mieser kleiner. Achso. Gehen hier hoch. Oh, oh. So. Oh. Shit.
Das ist nicht gut. Achso, okay, gut. Oh, 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 ah! Kommt er hier runter? Nee. Kommt er hier rüber? Nee. Oh, das ist so ärgerlich. Goh. Oh oh. Oh oh. Kommen wir mal da hoch? Nee. Okay, gut. Ach, du Scheiße. Nein! Oh, Mist! Nur noch zwei Leben. Nicht gut, ist nicht gut. So, jetzt aber hier. Oh, Scheiße. Falschen Knopf gedrückt. Auch gut. Ah, dann bestimme ich da trotzdem. Das geht ja nicht. Kerle. Was ist das? Ja. Oh. Ach, die Waffe ist schon weg hier, ja? Oh, Mist! No. Ah. Boah. Das muss besser werden. Boah. Gibt's ja nicht. Oh, komm mal. Das ist doch echt nicht. Ja, das muss viel besser werden. Den miesen kleinen. Ach, Scheiße, ich bin ihm gar nicht weiter. Ah. Muss ich hier wirklich mit ihr weiter? Oh, Scheiße. Oh. 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 So ein Mist hier, was mach ich denn bloß? Oh. Okay, gut. So. Hier kam der andere Irre an, ne? Ja. Oh, oh.
Ach, die ganzen Waffen hier. Ach, ein Trauerspiel. Das ist es. Oh. Oh. Oh, Mann. Oh. Verdammter Kobold. Oh. Gibt's ja nicht, ey. Oh. Das sind Kröteriche. Ich glaube, es ist wirklich einfach super. Dann haben wir auch nicht mehr so viele, ne? Das ist, bisschen schade. Oh. Ja. Komm mal ab. Geh weg. Ah. Das hat ja überhaupt nicht geklappt, über ihn rüber zu springen, ne? Was war das jetzt schon wieder? Auch gut, ja? Oh, shit, noch so eine Pflanze. Dann sind Frösche, okay, können wir auch. Okay, gut, dann haben wir hier lang. Oh, warte, was ist das? Also wahrscheinlich kann ich den Dings da beschwören, sollte er hops gehen, ne? Aber da rein. Oh. Oh, Scheiße, ich bin so gut wie kaputt. Das ist doch nicht gut. Oh. Oh, shit. Oh. Ich kann nicht nach da oben schlagen. Nein. Oh, shit. Das ist, eine harte Nuss, glaube ich. Leben. Oh. Oh. Ah. Ausreichend. Oh, shit. Nein. Oh. Ja. Oh, oh, oh. Was nu? Was nu? Ah! Oh. Getötet von einem Schweineschwert. Muss auch seltsam sein. Oh.
Aber ein Leben nur noch, ey. Und wir haben ganz schön viele Leben gelassen hier. Also das war jetzt gar nicht mal. Gar nicht mal so, ne? Ha, hast du das gesehen? Du hast eine Waffe zerbrochen und dadurch ihren Zauberspruch entfesselt. Habe ich? Ein heiliger Segen kann einen Fluch entfernen. Eine flammende Explosion kann deine Gegner in Brand setzen. Aha. Nee, habe ich nicht gesehen, aber danke für den Hinweis. Thank you. Du hast genügend Waffen, um Grits Energiekapazität zu verbessern. Besuch das Labor. Also, ich meine, wo sehen wir jetzt, dass wir die besiegt haben? Ach so, das. Ah, okay, ja, verstehe. Labor. Willkommen zurück, Flame. Soll ich mir Grit ansehen? Ja. Du hast zu wenig Materialien, um eine Verbesserung vorzunehmen. Boah, ehrlich jetzt? Schmilzt Geisterwaffen ein, um Grits Energiedauer auf 50 Einheiten zu erhöhen. Ach so? Ja, gut. Sind das die hier? Soll ich die einschmelzen oder was? Wie geht denn das? Das Rohr vielleicht nicht. Vielleicht erstmal diese ganzen komischen kleinen Messer hier. Werden die denn geschmolzen dadurch oder was? Verbessern. Und was wird jetzt verbessert? Das war's? Wow. Ein bisschen mehr Energie haben, ja, die hat er. Für eine weitere Verbesserung. Ach so, ja, okay, verstehe. Na gut. Kriegen wir die zusammen? Schwer, ne? Blitz Dolch will ich ja noch nicht unbedingt ausgeben. Und das Ding auch nicht. Naja, haben wir noch nicht. Na gut, okay, zumindest etwas mehr, Punkt, ne? Aber das war jetzt doch schon eine ganz schöne Nuss halt, ne? Das hätte ich ja noch nicht erwartet. Aber gut, ja, man muss wahrscheinlich erstmal reinkommen in die Steuerung, wie das alles läuft, wie das funktioniert und so weiter. Das ist gar nicht mal so easy. Weil man ist ja nun auch nicht gerade schnellen Sprunges unterwegs und so weiter, wie ich festgestellt habe. Man ist ja doch eher, ja, kann ich jetzt sagen, langsam unterwegs? Ich weiß es nicht genau. Man ist ja ein bisschen stampf, ne? So ein riesiger Mech, so, ne? Ich glaube, dann, ja. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen, auch dass die Sprünge ja relativ sind. Und dass die Waffen doch verschiedene Stärken aus, ja, Reichweiten und so weiter haben. Und die Verzauberungen sind, glaube ich, auch nicht unwichtig. Ja, interessant. Interessant. Also da müssen wir noch ein bisschen mitarbeiten. Und möglichst nicht andauernd drauf gehen, damit wir dann halt auch schön unseren Roboter upgraden können. Gut, wir können jetzt natürlich immer wieder scheinbar dieselben Level hoch und runter laufen da. Vielleicht auch gar nicht schlecht, um halt dieses Material zu farmen und so weiter. Und halt auch die Bosse zu üben, denke ich mal. So, deswegen mal gucken. Und jetzt, wo wir auch wissen, dass man die Waffe zerbrechen muss, um den Zauber auszulösen. Jetzt ist auch nicht schlecht zu wissen jetzt. Dann können wir das mal in der nächsten Folge ausprobieren. Und können dann mal gucken, da zerbrechen wir einfach mal so eine Heilung. Oder sowas. Ne? Mal gucken, inwiefern das uns heilt, wie viel das bringt und so weiter und so fort. Gucken wir mal. Testen wir mal aus. Alles in der nächsten Folge. Bis dahin, ne, könnt ihr ja hier das Video liken und so weiter und so fort. Und natürlich auch die Frage der Folge beantworten. Habt ihr ein Lieblingsanime und oder Manga? Ne? Wie unser Blutgöttis dort fragt. Haut es unten in die Kommentare. Und haut auch gleich noch in die Kommentare, wie ihr Panzer Paladin findet. Ne? So, ja, was für einen Eindruck habt ihr von dem Spiel und sowas? Habt ihr das selber vielleicht auch gezockt und sowas? Haut es unten in die Kommentare. Und folgt uns auch noch auf /BloodandBrain, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram. Ganz einfach auf /BloodandBrain, wie angegeben da. Facebook und Twitter posten, wenn wir online gehen, wenn wir streamen, was wir hochladen, wer dabei ist und so weiter und so fort. Und auf Twitch sind wir unterwegs, Montag, Dienstag oder Mittwoch, 20 bis 23 Uhr, plus minus eine halbe Stunde, inklusive spontaner Streams an anderen Tagen, also am besten auch einen Follow da zurücklassen. Da könnt ihr auch bestimmt, wenn wir da online gehen. Genau. Verpasst ihr im Grunde eigentlich gar nicht. Ja. So, dann sagen wir danke fürs Zuschauen, reingehauen und bis zum hoffentlich nicht ganz so tödlichen nächsten Mal. Tschüss.